So, hallo Leute, willkommen zurück bei Drinker 3. So, wir haben letztes Mal Geräusche von draußen gehört und schauen wir doch mal nach, was das für Geräusche sind. Open the door and head outside. Jawohl, wir wollen nach draußen. How many times have I told you? Don't roll around in the fucking mud! Oh mein Gott, ich kann das nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich den Kack hier sehe, muss ich einfach lachen. Und es wird noch besser. Okay, so. Genau, gehen wir mal baden. Ew, man kann hier wirklich rein. Okay. Es geht wieder weiter. Ja, wir haben kein Schwert. Jetzt gerade. Wir kämpfen da irgendwie mit Fuß und Hände. Nein, nur mit den Füßen. Die Hände ist uns zu wichtig. So, man kann hier die Kisten jetzt rauen und da hat es manchmal so Kopper drin. Well, it took a year, but yeah, I'm good. Don't you think you should rest some more? And watch you roll around in shit all day? Wäre es manchmal gut, wenn man. Oh Mann, ist die so langsam. Ist manchmal gut, wenn man da diese Kisten kaputt macht. Weil Geld kann man nie genug haben in diesem Spiel. Man hat wirklich nicht allzu viel Geld. Und für ein kleiner Spoiler, das Spiel hat mehrere Enden. Soweit ich noch weiß, sind es glaube ich 5 oder 4. Irgendwie sowas. Und. Yep. Did Michael say he was scared or anything? Are you kidding? I guess you didn't retain any of his memories, huh? No. Still, I can't believe he wasn't scared. That's great. Just great. I'm gonna try to be just like him. Eine neue Waffe. Okay. Ja, wie gesagt, das Spiel hat mehrere Enden, 4 oder 5, bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Und für ein Ending braucht man sicher alle Waffen im Spiel. Und ich bin mir nicht genau sicher, ob das jetzt bei Dragon Guard 1 gewesen ist, dass man alle Requests noch machen muss. Das sind einfach so Quests, die man nebenbei noch erledigen kann. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall werde ich da sowieso auch alle machen, einfach weil ich es kann und ich bin ein Spieler. Michael? So why don't you call me Mikhail, huh? You know, instead of Dummy or Hey You or whatever? You need to be a full-fledged dragon before I use your name. Aww. Ja, wie gesagt, ich bin ein Spieler, der halt einfach, wenn ich ein Spiel spiele, dann spiele ich es richtig und schaue da alles an, was es so gibt und was man alles so machen kann. Und ja, dann werde ich einfach alles machen, so wie alle Quests und so, und das ist einfach bei mir normal. Uh-huh. Torch it. Huh? Why? Can't we just talk to him instead? Are you kidding? That'd be way too much effort. Und von dieser Kiste vorhin, die ich zerschlagen musste und das Schwert drin gewesen ist, dass bei den meisten Missionen gibt es 3 von denen. Also wenn man eine Kiste hat, dann muss man noch Ausschau halten für 2 mehr. Also, ich glaube, es sind immer 3. Wenn man eine Kiste findet, müssen auch 2 andere sein. Also, soweit ich gewesen bin, hat es immer
drei Kisten gehabt und nicht irgendwie zwei oder so. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, es sind immer drei. You take out the ship from the air. Okay. I'll deal with the trash on the ground. Und was alles in den... Okay, mit R3 kann man das Zeug hier sehen. Ah, nein, da kann man die Kamera auf das Ziel aussetzen, oder? Nee. Einfach Kamera wechseln. Save point. Und wir haben wieder ein Schwert. So, ist da noch was? Quit pissing yourself and let me kill you. Ja, diese Barrikaden kann man auch noch zerstören, die geben auch XP, aber ich lasse das mal so. Oh, and if you slow me down, you're dead. Does that dragon seem small to you? Just a hatchet, Ranger. Hey, so you and Toners are all sisters, right? More or less. Man, I'm jealous. I don't have any brothers or sisters. Hey, it beats having a whole bunch you need to kill. Yeah, I guess. So. I don't think you should kill your sisters. Oh yeah? Yeah. If there's a problem, you should just talk it out. You don't say. I mean, that's the whole reason people have voices, right? Hmm. So, you get what I'm saying? Not at all. Keep going. Don't stop until you kill them all. Ja, was wollte ich vorhin gerade sagen? Ach so. In diesen Kisten. Ja, in diesen Kisten, von denen es drei gibt, normalerweise, hat es drinne Waffen, Gold, also Geld. Und Aufwertungsmaterial für die Waffen. Man kann die Waffen upgraden, aber das Zero's Blade, also das, wo ich jetzt gerade benutze, kann man nicht upgraden. Sondern das ist sozusagen ein Drachenschwert und dieses Schwert wird automatisch upgraded, wenn unser Drache aufsteigt. Also der Drache hat, wie soll ich sagen, ja... Der Drache geht immer wieder mehr ins Erwachsenensein. So, jetzt haben wir alle. Und wenn er ein Level aufsteigt, sozusagen, steigt auch unser Schwert eins auf. Das war ein bisschen Verwirrung, weil ich das nicht... Warum hast du gedreht? Zuerst Bogenschützen! Einschlagen und tot sind sie. Aua. Okay, dann lass ich mal dort. Beste. Ja, I want to be the only intoner in the world, and that means I have to kill the others. Clear enough for you? No, not really. Just don't. Ja, unser Drache ist ein bisschen blöd. Auf jeden Fall. Es gibt noch sehr lustige Dialoge. So, defeat the enemy soldiers. Ja, bitteschön, da mache ich doch gerne. Ein bisschen Blut vergießen schade nie, wenn ich treffen würde. Wieder? Ja, machen wir gleich. Ja, wenn man im Kreis ist, kann man Kreis drücken. Okay, ich muss gehen. Die kommen ja aus dem Haus hier und dann kommt unser Drache und hilft uns. Five should be in the Shrine of Seas up there. Probably the first time that tramp's ever seen a shrine. Is Five anything like Zero? No. I'm gonna talk to her. Maybe then you won't have to fight. Whatever. As if she's nothing like you. Maybe she'll actually listen to me. That can-do attitude's gonna get you killed. Zero, are you okay? You can always call on me, you know. You can call on me anytime. Quit repeating things. It's annoying. So, kommt her. Sammelt euch.
Ah, die laufen in... Ach so, das, die sind jetzt in Zeitlupe, wenn ich dann im Tonermodus bin. Darum sind die alle so langsam. Mir kommt das so schnell vor. Das war ein schöner Part zum Übersetzen. Die, 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 die. Da habe ich einfach reingeschrieben. Sterb, 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 sterb. Sterb, sterb, sterb und nochmal sterb. Okay, da hast du schnell Kisten. Die werde ich noch schnell holen. Hast du noch was? Da kann ich noch was holen. Es gibt alles Geld. Okay, da hast du noch zwei Kisten. Komm schon. Okay. Okay. Hm. Das soll es, glaube ich, gewesen sein, ne? Okay. Weapons. Welcome to the weapon shop. Mail order, huh? Well, whatever works. Unfortunately, the owner is away, but we're still a connection business through the mail. Please place your orders via the post-mission battle preparation menu and we'll get the new gear out to use as soon as possible. Sozusagen, ja, wir sehen dann im Menü, sehen wir einen Shop und dann können wir dort unsere, eine Mail entsenden. Und sie werden dann unsere Bestellung aufnehmen, aber ja, es ist eigentlich sinnlos, der Brief hier, aber ja, ja, das ist so das Menü, Buy Items, Weapons, Upgrading Weapons, Change Weapons, ja, das ist jetzt einfach freigeschaltet, wenn man die Missionsauswahl machen kann und so, das sehen wir gleich, wie das so aussieht, weil die Mission hier ist beendet. Let's head for the shrine. Is this divine punishment? Have we sinned in some way? Don't be absurd. Our lady is on the side of benevolence. Wer spricht hier? Okay. Unsere erste Mission erfolgreich beendet. Mission complete. Super, sehr einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Spielstärke, also die Schwierigkeit, rausstellen kann. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall XP und ein Level Up. Jawohl. Bin mir nicht sicher, ob ich die Schwierigkeit raufsetzen kann. Ich habe das nie gesehen. 1063 Gold auf einmal gesammelt. Super. Und das sind die drei Kisten. It's no war. It's Level 1. Das ist die Waffe. Das ist ja das Material, das man braucht zum Waffen aufleveln. Copper ist sicher für Level auf Level 2 und 3 aufzusteigen, nehme ich mal an. Weil höher habe ich es noch nie geschafft, weil ich das Material nicht gehabt habe. Und da ist noch 1500 Gold mehr. Und das ist super. Ah, okay. Hier können wir Items kaufen. Das ist sicher, das ist ein Heiltrank. Das ist, da kann man seine, ja, wie soll ich sagen, seinen Angriff stärken und da seine Verteidigung stärken. Da können wir noch eine Waffe kaufen, eine. Aber wir haben leider zu wenig Geld. Und da können wir die Waffen upgraden. So wie ihr seht hier. Man kann sich upgraden. Das Zero's Blade, das wird dann einfach mit unserem Drachen zusammen abgegradet. Für das Spiel zu komplettieren, also zum das Spiel schaffen, müsste man eigentlich nicht die Waffen verbessern, aber ich finde es aber schön, wenn man die Waffe ein bisschen verbessern kann. Und was ich ganz geil finde an dem Spiel ist, wenn man die Waffe upgradet, dann verändert sich auch das Aussehen. Wenn man jetzt sieht, das Eternal Voice, das seht ihr da rechts. Jetzt sieht es mal so aus. Jetzt werde ich das mal upgraden auf Level 2 und es sieht anders aus. Das finde ich echt geil, dass sich das ändert. Ich meine, das sieht man nicht in jedem Spiel. Da können wir noch die Waffe wechseln. Und zwar könnten wir jetzt Eternal Voice Level 2 einsetzen. So, leider haben wir noch keine Requests. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt einfach mal weitermachen soll. So von der Zeit her ist es halt nicht so toll. Aber ich glaube, ich mache einfach einen längeren Part. Aber zuerst nochmal in die Settings. Kann ich da irgendwie... Da ist ja nur die Controller-Stuff. So, Controller und Cam... Visual Settings, Blood Splatter. Das, ja, seht ihr, ich kann es nicht ändern. Ich
Ich kann es nicht ändern, dass die Schwierigkeitsstufe ein bisschen hochgesetzt wird. Ich kann es nicht ändern, tut mir leid. Ding war da nicht drinnen, oder? Visual Settings? Nein. Kann ich da nicht raufsetzen? Ah, da. So, super. Die werde ich nach oben. Und die Kamerasensitivität up and down. Das ist auch gut. Oh, das sollte, glaube ich, gut sein. Keine Ahnung. So, ich glaube, ich mache jetzt einfach noch eine Mission. Da geht der Part einfach ein bisschen länger, aber das ist nicht so schlimm, nehme ich mal an. So. Da haben wir ein kleines Lagerfeuer aufgeschlagen. Hier gibt es eigentlich nichts mehr, außer mit unserem Drachen reden. Nein, niemand war im Shop. Pretty stupid of him to leave it unguarded. Why don't you stand in until the shopkeeper comes back? Oh Gott. That's a terrible idea. Würde ich auch meinen. I bet you'd be a good shopkeeper. I'm not sure I could keep myself from stealing everything. Ah, hätte es ja auch nicht viel stehlen können, von dem her. Let's go. Huh? Already? Can't we rest a little longer? Nein. I'm leaving, and so are you. Fine. The land of seas along the ghost. Okay, noch schnell zurück und diese Waffe, die ist echt riesig. Ich hab die gar nicht angeschaut, wenn sie auf Level 3 war. I eat them. Just kidding. Once I kill them, I can exploit their powers. So you're going to steal their antenna magic and stuff? Something like that. Ich glaube, ich muss ein bisschen die Effekte runterschalten von der Lautstärke her und dafür hört man vielleicht ein bisschen mehr von den Dialogen. Weil ich habe manchmal keine Zeit, das unten auch noch zu lesen, weil ich verstehe das Englisch besser, wenn ich es lesen kann, aber ja, da ich manchmal keine Zeit habe, oh Gott, nein, ich schon wieder die... Da ich manchmal keine Zeit habe, um das zu lesen unten, oh, ich hasse das. Hört auf, mich anzurempeln, ich bin eine Frau. Das ist hier kein Scheiß. Oh, jetzt sind sie doch, komm her. Oh, nicht der hier. So. Licht aus! Mach Platz, er kommt, der Landvogt. Okay. Ich werde dann vielleicht beim nächsten Mal nur schauen, ob ich da ein bisschen rumbasteln kann mit. Hallo. Du bist bescheuert, weißt du das? Hast mich verfehlt. Oh, eine Ballerina. Habt ihr das gesehen? Eine Ballerina. Wow, der spickt ja übelst. Okay. Hallo. They're like ants to you. Just crush them. That's really mean. She's gonna get me. Stand firm. Ja. Naja. Oh, da habe ich was vergessen aufzunehmen. Und scheiß Bogenschützen. Hör auf, mich anzugreifen. So, jetzt seid ihr dran. Oh, habt ihr verfehlt? Einschlagen, ein bisschen down. Das ist echt bescheuert. Okay, das war's schon. Das sieht wohl so aus. Das hier noch aufnehmen hier? Da ist Geld. Und ich kann das Geld gut gebrauchen. Weil ich noch die Waffe kaufen muss, aber... Ja, ich habe die Waffe mal versucht, aber ich bin kein Fan davon. Vom Angriff her ist sie halt, ja, das Angriffsmuster ist ein bisschen anders und das gefällt mir einfach nicht. Bin eher ein Spieler, der schnelle Waffen will. Au. Halt, hör auf zu schlagen, geh mal näher. Näher. Oh, da kommt noch was. Da kommt noch was, Leute. Oh, Speere. Hallo. Oh, habt ihr mich verfehlt? Ich finde das so bescheuert. Lauf einfach vorbei. Ah, da kommen noch mehr. Hallo. Oh, scheiße, meine Stamina ist aus. Komm her.
Was? Das war's schon? Oh mein Gott. Also nicht mit der Mission, aber in diesem Part hier von der Mission sozusagen. Oh, Kiste. Oh, scheiße, Kiste. Habe ich jetzt eine verpasst? Ich hoffe mal nicht. Sonst ist die Scheiße. Und man kann sowieso alles nochmal spielen, wenn man will. Und wenn ich dann einfach eine Kiste ja, verfehlt habe, dann werde ich das einfach nochmal spielen und einfach die Kiste noch reinblenden oder so. Nehme ich mal an, damit ihr gesehen habt, wo die Kiste ist. Von dem her. So, da geht's hier mal rauf. Immer die Treppe rauf. Ein scheiß Bogenschützen wieder. Hallo. Ich muss mir mal überlegen, weil ich manchmal noch Livestreame, muss mir mal überlegen, ob ich auch ein Projekt starten soll mit einem Livestream. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich bin ja nicht der Oberkracher auf Twitch und das Problem ist dann einfach, dass niemand zuschaut und ja, ich einfach ganz normal aufnehme. Ja, da seid ihr verschissen gestanden, ne? Okay, Kisten, scheiße, ich muss ja Ausschau halten wegen den Kisten, die hier sind. Eine Kiste weiß ich jetzt gerade bei dieser Mission, war wo eine andere ist, da bin ich mir noch nicht so sicher. Eine ist gleich hier. Gib her! Schnell Bogenschützen noch. Oh, eine ist hier oben. Oi. Geht doch. Ist es? Hä? War das jetzt keine Kupfer? Die sah nicht so aus, als wäre es ein Kupfer. So, ja, schöner Dialog, wenn ich unten gehe. Geht doch. Wer hat's erwartet? Okay, jetzt fehlt mir noch eine Kiste. Noch eine Kiste fehlt mir. Ah, stimmt, die ist da unten, okay. The slutty kind. What's slutty mean? It means all she thinks about is dirty stuff. Oh. Dirty dancing. Would you shut up already? Dirty. Okay. Oh. Ha, man sagt, ich sehe eure Lebensleiste nicht. Na. Wow. Das ist echt bescheuert. Die sind so lahmarschig. Schaut das an. Die sterben wie Fliegen. Und das geht noch länger so. Okay. Letzte Kiste. Oh yeah. Chain King? Hä? Das ist ein bisschen komisch. Warum bekomme ich eine Trophäe, obwohl ich das schon mal gemacht habe? Das ist einfach pro Spielstand jedes Mal wieder die neuen Trophäen? Hä? I don't know. War da nicht nur was? Nee. Ich könnte das jetzt hier auch nur zerstören, ja. Wir geben jetzt je 3 XP, aber ich lasse das mal sein. Weil so XP geil muss man das schon nicht sein. What the hell? Where's the shrine? Damn it. I think we've been had. Huh. Kein Schrein. Oh. Was ist denn das? What the hell is that? Ja, Gigas. Defeat Gigas. Oh. Werde zuerst mal die Kisten hier holen. Oh, jetzt ist er gespurtet, ne? Oh, ist da jemand auf den Boden geknallt? What are you looking at, shithead? Shithead?
Okay, der sieht wirklich echt übel aus da beim Bild, wo 0,01 Gigas steht. Das sieht echt bescheuert aus. Okay, was das mit den Kisten? Kann ich mal attackieren? Hallo? Ja, jetzt kommt er aufs Maul. Was macht denn der hier? Hallo? Ich bin da. Bin ich dort? Ich bin hier. Wo gehst du jetzt hin? Hallo? Okay, into the modus. Ja, ihr seht unten, da macht richtig viel Schaden, aber jetzt ist es gleich wieder vorbei, schade. Oh, es ist vorbei, vorbei, aua. Slow and stupid. Slow and stupid. Machst du was? Jetzt macht er, glaube ich, was. Oh, hast du verfehlt? Oh, da kommt noch was. Okay, das ist wohl sein Ende. Und er fiel. Mal schnell draufhauen. Komm on. So, Gigas ist tot. Ja, ich nehme an, das ist der Schrein. They're really rolling out the red carpet. Aber mich wird es wundern, was für ein Mechanismus da drin ist, dass man einfach so aufsteigen kann mit da runter. Ist es ein U-Boot? Mission complete! Schön. XP? Ah, es gibt ja ein Level Up, ne? Jawohl. Wie es eins gibt. Schon Level 3. Ja, ein bisschen Geld wieder. Jetzt sind es mich wunder. 600 Gold, okay, das habe ich gesehen. Er ist doch Körper gewesen, okay. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. I've got a new job I need help with. And I think you're just the woman to handle it. I posted it to my list of requests, so check it out when you have a second. Ja, wir haben jetzt eine Request bekommen. Von dem Ladenbesitzer. Der uns vorhin einen Brief hinterlassen hat. Und einfach so seinen Laden stehen gelassen hat. Und das kann man ja dann auch sehen bei Chapters. Chapters sagt, wie viel Geld habe ich denn? Oh, bei Weapons. Kaufen. Okay, eine Waffe mehr. Aber die ist echt scheiße. Ihr seht hier, da hat es doch ein paar andere Sachen, aber die kann man noch nicht anprobieren. Sondern das sind einfach andere Waffentypen, die man dann im Spiel selber einfach wechseln kann. Da weiß ich sicher, da kommt der Speer hin. Aber was hier hinkommt, in der Mitte hier, keine Ahnung. Habe ich echt keine Ahnung. Settings mache ich dann einfach offscreen oder was. Okay, dann würde ich mal sagen, das wäre es mal gewesen bei Dream God 3. Beim nächsten Mal werden wir vielleicht anfangen mit den Requests. Mal schauen. Und, ja, Requests und mit der Story. Weil die Requests, die gehen echt nicht lange. Die gehen wirklich, wirklich nicht lange. Das ist übel. So, danke Leute fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dream God 3. Ciao.